Wenn wir die Fernsehnachrichten einschalten, dann geht es in ganz vielen Meldungen um die Mächtigen dieser Welt. Ob das nun Obamas Abschiedstour hier durch Europa ist, also der Präsident, von dem etliche sich noch eine dritte Amtszeit gewünscht hätten, oder ob es um seinen Nachfolger Trump geht, der uns, ob seines schrägen Auftretens im Wahlkampf, die Runzeln auf die Stirn treibt, weil wir uns fragen, wie jemand ohne ausgeprägte politische Erfahrung wohl als Präsident regieren wird. Oder nehmen wir Pokerface Putin, der immer gleichbleibend undurchschaubar wirkt und mit der Annexion der Krim ganz eben mal Völkerrecht gebrochen hat. Was mag der sich noch alles rausnehmen? Den Balten ist nicht wohl mit Blick auf Putin. Oder blicken wir auf Erdogan. Seine staatlichen Säuberungen im Beamtenapparat wecken bei uns Deutschen ungute Erinnerungen an tiefbraune Zeiten. Und wenn wir sehen, wie albtraumgleich der Syrer Assad sein eigenes Land zerbombt, da kann einem schon Angst und Bange werden. Da ist es doch geradezu wohltuend beruhigend, dass Angie noch das vierte Mal antritt. Das spielt doch unserer deutschen Sehnsucht nach Verlässlichkeit und Kontinuität direkt in die Arme, da weiß man, was man hat. Die schöne Adventszeit ist eben auch davon geprägt, dass wir uns nach der heilen Welt sehnen. Eben nach der Welt, nach der es in vielen Ländern unserer Erde so gar nicht aussieht, wo Krieg, Terror und Vertreibung an der Tagesordnung sind. Brauchen wir nur die Flüchtlinge fragen, die hier bei uns Zuflucht gefunden haben, wie es bei ihnen wohl zu Hause aussieht. In diesen Zeiten, wo politisch so viel, wo es so viel Dunkles gibt, und das gerade im Blick auf die Mächtigen, die Könige unserer Zeit, da brauchen wir die adventliche Verheißung dringend. Die Verheißung, dass die Zeit kommt, in der Gottes gerechter König regieren wird. Ein Pfarrer und... Lennart, ein bisschen runterregeln, bitte. Geht das? Danke. Ein Pfarrer und ein Rabbi waren Freunde geworden. Oft trafen sie sich, um die Fragen des jüdischen und christlichen Glaubens zu diskutieren. Am meisten bissen sich an der Frage fest, war Jesus nun der Messias, der kommen sollte? Wieder einmal bestand der Pfarrer drauf, Jesus Christus ist der, den Gott geschickt hat. Da schwieg der Rabbi, trat ans Fenster, öffnete es, schaute hinaus eine Zeit lang, drehte sich dann wieder zu seinem Gesprächspartner um und sagt, hat sich aber nichts geändert. Der Rabbi hätte unsere Vorweihnachtszeit kennenlernen sollen, was wir alles auffahren und veranstalten um das Fest der Geburt von Jesus herum. Weihnachtsmärkte noch und nöcher. Es gibt keine anderen Wochen im Jahr, die mit so viel Festgenuss erfüllt sind wie die vorweihnachtliche Adventszeit. Die Geburt von Jesus von Nazareth wird in unserer Kultur mit großem Aufwand und Engagement gefeiert. Es hat sich was geändert, seit Jesus geboren wurde und gelebt hat. Doch wahrscheinlich wollte der Rabbi nicht sehen, wie viel wir feiern. Denn er wusste, der hatte sein Altes Testament gut im Kopf, er wusste, wenn der Messias kommt, dann muss sich ändern, wie wir miteinander umgehen, wie wir Gott mit unserem Leben ehren, wie den Armen geholfen wird, wie Kranke gesund werden, wie das Böse aus den Herzen verschwindet und wie Gottes Geist aus den Augen der Menschen leuchtet. Davon hatte der Rabbi nichts gesehen, als er sein Fenster öffnete. Eine heile Welt Gottes? Ein unerfüllbarer Wunschtraum? Auch die Propheten des Alten Testaments haben immer wieder ein Fenster geöffnet und hinausgeschaut, doch nicht Fenster, durch die man auf die erschreckende Wirklichkeit unserer Menschheit blickt. Die Fenster, durch die die Propheten blicken, sind Adventsfenster. Und das sind ganz andere Fenster. Hinter diesen Adventsfenstern öffnet sich der Blick für das gewaltige Neue, das Gott schafft. Ein solches Fenster öffnet uns auch der Prophet Jeremia.
Damit wir unseren Predigttext besser verstehen können, gucken wir uns erst nochmal die vier Verse vorher an. Also Propheten, ne, für die Konfirmanden sind Männer und Frauen Gottes, die wie so ein Sprachrohr fungieren. Gott begegnet denen in Visionen und Träumen und das, was sie von Gott hören, haben sie an die Menschen weiterzugehen. Und das sind oft nicht die ganz einfachen Geschichten. Und deswegen kann so ein Prophet auftreten mit dieser Formulierung, der Herr spricht. Sprich, Gott spricht gerade durch diesen Menschen. Der Herr spricht, den Hirten soll es schlecht ergehen, wenn sie die Schafe meiner Herde nicht sorgfältig weiden, sodass diese auseinanderlaufen und zugrunde gehen. Deshalb spricht der Herr, der Gott Israels, über die Führer des Volkes, das sind die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr seid es, ihr habt meine Schafe zerstreut und auseinandergejagt, anstatt sorgfältig auf sie zu achten. Aus diesem Grund werde ich euch für alle eure bösen Taten zur Rechenschaft ziehen. Die aber, die von meiner Herde übrig geblieben sind, will ich wieder zusammenbringen. Aus allen Ländern der Erde, in die ich sie vertrieben habe, will ich sie wieder in ihre vertraute Heimat zurückführen. Dort werden sie fruchtbar sein und es wird ihnen gut gehen. Dann werde ich zuverlässige Hirten einsetzen, die für sie sorgen werden, sodass sie keine Angst mehr haben müssen. Sie sollen auch nicht mehr erschreckt werden und kein einziges von ihnen soll je verloren gehen, spricht der Herr. Und dann kommt jetzt direkt im Anschluss daran unser Predigttext. Das ist der Blick. Einmal ging es um die menschlichen Hirte, um die Schafen, die Israeliten. Und jetzt kommt der Blick voraus. Denn es kommt der Tag, spricht der Herr, da will ich einen Nachkommen Davids zum König ernennen. Er wird mit großer Weisheit regieren und für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen. In den Tagen seiner Herrschaft wird Juda, der Südteil von Israel, gerettet werden und Israel, Nordteil, sicher wohnen. Diesem König wird man den Namen geben, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und es wird auch der Tag kommen, spricht der Herr, da wird man beim Schwören nicht mehr sagen, so wie es früher immer war, so wahr der Herr lebt, der das Volk Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Stattdessen wird man sagen, so wahr der Herr lebt, der alle, die zum Volk Israel gehören, aus dem Land im Norden zurückbrachte, aus allen Ländern, in die er sie vertrieben hatte, damit sie wieder in ihre Heimat leben. Dieser prophetisch vorausschauende Blick des Jeremia, das ist unser Text. Und drei Dinge können wir erkennen durch dieses besondere Fenster, das Jeremia hier für uns öffnet. Der erste Blick durch das Adventsfenster zeigt, er kommt. Da ist der neue König, den Gott beruft und bevollmächtigt. Er ist der, an dem das wahr wird, Gott, was Gott König David schon versprochen hat. Dein Thron soll ewiglich bestehen. Es ist der König, der anständig regiert. Ja, auch wir Christen warten darauf, dass dies geschieht. Darauf können sich der Pfarrer und der Rabbi einigen, wie wir das gesungen haben eben. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Aber wir merken hier, dieser Blick aus dem Adventsfenster, der zeigt uns doch eine andere Welt als die, die wir so Tag für Tag sehen. Aber Jeremia ging es auch schon nicht anders. Auch er hat zu seinen Lebzeiten erschreckend viel Böses und viel Unmenschlichkeit erlebt. Wenn man mal Jeremia liest, liest sich sehr spannend, dann merkt man, er hat ganz viel anzuklagen. Er klagt ein Gottesvolk an, das Gott verloren hat. Er klagt an, im Land herrscht eine Kultur von Lüge und Betrug. Er klagt an, dass da so viele fromme Leute sind, die tagtäglich gottlos leben. Er klagt ein Könighaus an, das sich gnadenlos auf Kosten der Ärmeren bereichert. Punkt, Punkt, Punkt. Und genau genommen, auch bei uns, kann der schöne Schein der Vorweihnachtszeit, all die heimliche Kerzenatmosphäre, kann nicht verbergen, wie viel Leid und Not weltweit auch in diesen Adventswochen noch passieren. Deshalb kann die Antwort, unsere Antwort auf all die Schreckensnachrichten, kann nicht sein, dann feiern wir eben noch mehr und genießen noch mehr, sondern unsere Reaktion heißt, wir blicken durch alle Schrecknisse, durch alle Tagesgeschehen hindurch
aus diesem besonderen Adventsfenster auf den König, den Gott kommen lässt. Er kommt. Das ist Advent. Das Problem mit unserem Advent ist, er ist verkommen. Der ist verkommen zur Vorweihnachtszeit. Und das beraubt dem Advent eigentlich seinen eigentlichen Inhalt. Advent ist viel mehr als einfach nur billige Vorweihnachtszeit. Advent heißt, sich auf die Zeit zu freuen, in der das Leid überwunden, das Böse besiegt ist und Jesus regiert. Advent hat diesen Zug, der geht noch kilometerweit über Weihnachten hinaus. Und mit diesem Blick unterscheiden wir uns eben auch von den Juden. Wir sind überzeugt, der kommende König der Herrlichkeit, bei Jeremia angesagt, der ist schon mal gekommen. Sein erstes Kommen war ein Kommen, um zu dienen, zu versöhnen, zu leiden und zu sterben. Er war der Knecht Gottes, der wegen unserer Missetat verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen wurde, wie Jesaja formuliert hat. Er war der König, der zu Hilfe kam, demütig auf einem Esel reitend, wie wir es gehört haben. Jesus aus Nazareth, aus dieser verzweigten Nachkommenschaft Davids, er ist für uns definitiv der von Gott bevollmächtigte und vom Geist gesalbte Messias, der angekündigt war. Das heißt, jetzt im Advent schauen wir auf all das, was er damals schon zu unserer Rettung getan hat. Gesundheit. Gleichzeitig warten wir aber auch darauf, dass er wiederkommt. Friedemann hatte das auch schon thematisiert. Und wenn Jesus wiederkommt, so wie uns das verheißen ist, dann nicht wie damals, so als unscheinbares Baby in der Krippe, wie einst neben anderen 3 Millionen Babys, sondern wenn er wiederkommt, wird das für jeden unübersehbar sein. Er kommt als König der Könige. Advent hat also einen mehrfachen Blick, ne? Den Blick zurück und den Blick voraus. Der zweite Blick durchs Adventsfenster zeigt, er schafft Gerechtigkeit. Im biblischen Sinne ist Gerechtigkeit mehr als das, wie es wir so im Alltag verstehen. Ich kriege mein Recht und wenn mein Recht da ist, dann ist Gerechtigkeit, wenn ich meinen Teil kriege. Das biblische Verständnis von Gerechtigkeit ist größer, das umfasst noch viel mehr. Gerechtigkeit im biblischen Sinne meint, wenn alles im Lot ist. Liebe, Frieden und Freundlichkeit herrschen, wo Gerechtigkeit sich ausbreitet. Keiner muss dem anderen mehr was streitig machen, jeder gönnt dem anderen, was ihm zusteht, einer wird dem anderen Helfer und Freund. Gerechtigkeit lässt uns Menschen auch in gesunden Beziehungen miteinander leben. Also all diese ganzen Zusammenhänge gehören mit in diesen biblischen Begriff der Gerechtigkeit. Wenn bei uns Bundespräsident, Bundeskanzler und die Minister ihren Amtseid ablegen, dann lautet das ja, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. Die verpflichten sich mit diesem Amtseid auf Gerechtigkeit. Das kommt da direkt drin vor. Die Realität zeigt, sie schaffen das aber nur ansatzweise, nur bruchstückhaft. Und dann ist nochmal spannend zu gucken, es gibt ja auch noch andere mächtige Menschen in unserem Land mit Einfluss in den Medien, in Wirtschaft, Geldwirtschaft und Wissenschaft. Die brauchen kein Amtseid zu schwören. Wen wundert's, wie sehr unsere Welt nach Gerechtigkeit dürstet? Jetzt im August tagte in Jakarta, Hauptstadt von Indonesien, tagte in Indonesien ein Weltkongress junger Leiter. Auch Nico und Josie von Pace, einige kennen die, waren mal hier. Josie hatte ab und zu mal Keyboard gespielt hier früher. Die sind mit ausgesucht worden und durften damit hinreisen. Und die haben Madhu einen, und der hat an mich weitergeleitet, er hat uns einen Hinweis geschickt, einen YouTube-Beitrag von einem Kongressteil.
Das ist knapp über eine halbe Stunde sehr spannend zu hören, ist auf Englisch. Und da sind zwei, ein Mann und eine Frau, die erzählen was, wie es gerade bestellt ist um unseren Globus, die gesamte Entwicklung der Weltbevölkerung, Entwicklung des Christentums und noch viele andere spannende Sachen. Echt spannend zu hören, diese halbe Stunde. Allerneuesten Neuigkeit sozusagen. Und unter anderem zu den vielen Informationen ist eine unter anderem auch sehr erschreckende Information dabei. Und die besagt, dass 1% der Weltbevölkerung genauso viel Geld hat wie die anderen 99%. Also die 1% Reichen, denen gehört der halbe Reichtum dieser Erde und die 99% teilen sich die anderen. Das ist doch eine Ungerechtigkeit, die im wahrsten Worte zum Himmel schreit. Umfassende Gerechtigkeit, auch möglichst noch diese im biblischen Sinne, die lässt sich von außen her immer nur bruchstückhaft durchsetzen, nie komplett. Das hängt damit zusammen, weil wir gefallene Menschen sind. Damit wir Menschen wirklich ernsthaft gerecht miteinander umgehen können, müssen unsere Herzen verwandelt werden. Das ist das menschliche Grundproblem, ist das nicht erlöste Herz. Da kommt der ganze Stress her. Und die Machtgeilheit und das Böse und all diese Geschichten, da kommt es her. Gerechtigkeit, hatte ich gesagt, so umfassende Gerechtigkeit von der Bibel her lässt sich von außen nicht durchsetzen. Dazu muss das Herz des Menschen verändert werden. Und genau dafür ist der König Gottes gekommen, um das zu bewirken. Jesus ist der, der uns mit dem Vater versöhnt. Er ist der, der das ins Lot bringt, was durch unsere Schuld zerbrochen ist. Wir kennen das. Erst wird uns vergeben, dann kommen wir mit Gott ins Reine, dann erneuert, verändert er unsere Herzen auf wunderbare Weise, die wir nicht erklären können, aber erleben können. Ja, er macht uns zu neuen Kreaturen, neuer Schöpfung, wie Paulus das ausdrückt. Und dann sind wir in der Lage, Gerechtigkeit in der Welt zu sehen. Und mit dem Frieden ist das ganz genauso. Ein Kollege wurde mal von seinen Schülern gefragt, sag mal, was macht Gott denn gegen die Kriege? Muss ein bisschen überlegen. Und dann kam die Antwort, sagt, was Gott macht, er erneuert die Herzen derer, die ihr Leben Jesus geben. So werden sie friedenswillig und auch friedensfähig. Und dann sendet Jesus uns zu den Menschen, um unseren Beitrag zum Frieden zu leisten. Was wir in seinem Auftrag tun und was wir erreichen, das ist so ein Vorgeschmack schon auf die neue, gerechte Welt. Die Welt, in der einmal Jesus allein herrschen wird, als der König mit diesem Titel, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Bis dahin, bis zum jüngsten Tag, werden wir, da bleibt uns nichts übrig, werden wir weiterhin noch unter der Ungerechtigkeit und der Bruchstückhaftigkeit leiden, dessen, was wir eben nur an Kleinkram zur Gerechtigkeit beitragen können. Wir müssen zugeben, wir kriegen es alleine nicht gebacken. Aber Jesus wird einmal das vollenden, was er mit uns begonnen hat. Der dritte Blick durch das Adventsfenster zeigt, er bringt sein Volk zum Frieden. Gottes Volk im Frieden? Das Gegenteil davon hatte Jeremia vor Augen. Die 10 von den 12 israelischen Stämmen im Nordreich, die waren durch die damalige assyrische Weltmacht in alle Lande zerstreut. Die führenden Familien aus dem Südreich Israels, aus Juda, die waren von den Babyloniern in den heutigen Irak verschleppt worden. Und es drohte gerade die nächste Verschleppungswelle und der Untergang des Südreiches samt Jerusalems und des Tempels, was dann ja auch passiert ist. Und Jeremia hat ganz diese Dinge mit eigenen Augen mitgekriegt, wie die Leute wegdeportiert worden sind. Und wir wissen, wenn man das Alte Testament weiterliest, nach 70 Jahren durften die Ersten wieder zurückkehren, aber 70 Jahre war Schicht im Schacht. Und all diese Dinge sieht Jeremia vor seinen Augen ablaufen. Er steckt mittendrin. Wie kann er da noch glauben, hoffen und predigen? Jeremia im Kontakt mit Gott,
Er blickt durch dieses besondere Adventsfenster und er sieht, was noch kommen wird. Er sieht über diese 70 Jahre hinweg und dann sieht er, wie Israel, Nordreich und Juda, Südreich, wie die wieder in Sicherheit und Frieden leben. Wie die Verschleppten und Heimatlosen vom Norden her, sprich von Babylonien, zurückgebracht werden in das von Gott verheißene Land. Und dann sind sie plötzlich Menschen, die sorglos schlafen können. Da gibt es weder wilde Tiere noch gewalttätige Menschen. Plötzlich können sie leben ohne Mauern, ohne Videoüberwachung, ohne Raketenbeschuss und ohne Schutztruppen. Und dann ist Shalom geworden. Das ist dieser umfassende Friede. Im Jahr 1948, einige von den älteren Semestern hier haben das schon vielleicht noch mitgekriegt, im Jahr 48 ist ja der Staat Israel im Gebiet des verheißenen Landes entstanden. Und schon Jahrhunderte vorher, aber gerade jetzt im letzten Jahrhundert, ist ja die Zuwanderungsbewegung von den Juden aus allen Teilen der Welt nach Israel richtig angezogen. Die läuft auch heute noch immer weiter. Die haben noch ganz andere Einwanderungsprobleme als wir hier bei den paar Leuten, die da nur wohnen. Aliyah heißt das jüdische Wort dafür. Die Herausführung der Juden aus den anderen Ländern in ihre verheißene Heimat. Und viele sehen in diesen Strömen, die aus der ganzen Welt zurückziehen nach Israel, sehen darin, dass sich Jeremias Prophetie erfüllt, das, was Jeremia schon vorausgesehen hat. Allerdings, was immer noch aussteht, ist das mit dem sicher Wohnen. Wenn wir in die Nachrichten gucken, in Israel kann man zwar unbekümmert wohnen, aber sicher ist das da überhaupt nicht. Das steht noch aus. Deshalb, wenn wir durch dieses Adventsfenster von Jeremia gucken, dann geht unser Blick als Christen noch über den Staat Israel und seine Gründung hinaus. Wir sehen mit Jeremia noch weiter, wie der kommende König der Gerechtigkeit Menschen aus allen Völkern, Nationen und Sprachen sammelt. In ihrer Mitte, die Nachkommen Jakobs, und wie eine neue Zeit und eine neue Welt beginnt, in welcher wirklich Gerechtigkeit wohnt. Am Ende der Bibel sagt Gott, siehe, ich mache alles neu, und Gott wird bei den Menschen wohnen und sie werden sein Volk sein. Das ist der ganz große, ferne Zukunftsblick. Wer war dieser Mann? Carola hatte das schon. Gustav Heinemann, der dritte Bundespräsident bei uns in der Republik. Bundespräsident von 69 bis 74, eine Amtszeit nur. Dankeschön. Dieser Gustav Heinemann, der alte Bundespräsident, der ist dann auch 2 Jahre später gestorben, war ein Mensch, der in so einer Adventsvorfreude lebte. Am Ende des evangelischen Kirchentages 1950 in Essen fasste er seine Adventshoffnung in die berühmt gewordenen Worte. Er sagte, lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will, eure Herren gehen, unser Herr kommt. Das ist noch besser als die Johnny Walker-Werbung. Die spannende Frage, wann wird dieser ganz große Advent sein, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt? Das wissen wir jetzt noch nicht. Ich finde die Frage nicht minder spannend, ist jetzt schon zu erkennen, dass Jesus etwas Neues, womöglich etwas Großes tun will. Wer von euch hier gesessen hat im Advent 2013, vor 3 Jahren, der erinnert sich vielleicht noch dunkel. Da habe ich gepredigt über die Sehnsucht nach dem kleinen Advent. So habe ich den mal genannt. Also, neben unserem jährlichen Advent wie heute und dem ganz großen Advent, wenn Jesus wiederkommt, gibt es hoffentlich noch sowas wie einen kleinen Advent. Damit meine ich, dass Jesus noch mal stärker unter uns wirkt und uns einen geistlichen Aufbruch schenkt. Das hat auch was von Advent. Ende Januar
habe ich in meiner Andacht zur Kirchengemeinderatssitzung gesagt, ich habe den Eindruck, jetzt zum Beginn des neuen Jahres eine neue geistliche Welle ausgemacht zu haben. Und zwar den Aufbruch zum Gebet. Und jetzt zum Jahresende verstärkt sich dieser Eindruck deutlich. In diesem schon erwähnten Weltkongress junger Leiter, wo Josie und Mann waren, da sagten diese beiden Sprecher, oder die Sprecherin war das, ich habe mir das gestern Abend nochmal angeguckt, in diesem YouTube-Beitrag, da erzählt sie, wenn man, weil die so den weltweiten Überblick haben, da erzählen die, es ist weltweit festzustellen, dass sich Christen verstärkt ins Gebet begeben. Sei, dass es nur zwei Leute sind, die sich täglich um die gleiche Uhrzeit zum Gebet verabreden, sei es wie in Nigeria, wo sich einmal im Monat 1 Million Leute zum Beten trifft. Also die ganze Bandbreite. Ich fress einen Besen, wenn diese neue Sehnsucht und dieser neue Aufbruch nach Gebet keine geistliche Welle ist. Also zum Verständnis, wenn man in die Kirchengeschichte guckt, dann sieht man, dass Gott in Wellen arbeitet. Er schenkt immer mal wieder geistliche Aufbrüche, die kommen wie so eine Welle und laufen dann wie eine Welle nach einer gewissen Zeit wieder aus. Auf unseren Kirchengemeinderat, der heute neu zu wählen ist, kommt damit die großartige Aufgabe zu, surfen zu lernen. Ihr seht da, da ist ein Mensch, mit der macht gerade einen spannenden Ritt auf der großen Welle. Wie für diesen talentierten Surfer gehört es zur vornehmen Aufgabe des neuen Kirchengemeinderats, eine von Gott geschenkte geistliche Welle zu erkennen und dann auch auf ihr zu surfen. Denn wie viel leichter surft es sich mit dem Schwung der Welle, als sich im Tal dazwischen einen abzupaddeln. Surfen auf der Gebetswelle, das halte ich für angesagt. Und das passt zutiefst in den Advent. Denn Gebet bereitet dem König, der unsere Gerechtigkeit ist, den Weg. Amen.